Leute, willkommen im Tigerentenclub. Was ist denn hier los, Günther? Was ist denn das für ein Chaos? Wir haben doch jetzt Sendung, Mensch. Was steht denn auf deinem Schild? Frösche sind cool. Aua, Günther! Das stimmt natürlich. Und weil Frösche so cool sind, sind Frösche eben heute unser Thema. Bei uns im Studio ist eine echte Froschexpertin. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, diese chaotischen Frösche können echte Superhelden sein. Wir beantworten alle eure Fragen. Die könnt ihr uns stellen zum Thema Frösche in der Kika-Quiz-App. Und natürlich könnt ihr mitspielen mit den Tigerenten und den Fröschen und diese kleine Glückstigerente gewinnen. Na gut, ihr habt mich überzeugt, Leute. Frösche sind cool. Frösche sind cool. Tigerentenclub mit Club-DJ Max, Günther Kastenfrosch. Und hier sind für euch Laura und Johannes. Achtung! Schönen guten Tag, willkommen im Tigerentenclub. Laura ist völlig wahnsinnig. Es wird nass und du bist der Erste. Attacke! Haha, meine Frösche sind vorbereitet. Sie kommen vom Sebastian-Münster-Gymnasium aus Ingelheim. Das ist die 6B. Die Tigerenten kommen von der Richard von Weizsäcker Realschule bloß aus Germersheim, die 6E. Und da oben stehen meine Frösche. Das ist Magdalena, Jonas und Marlena. Und für die Tigerenten an den Start gehen Alina, Arina und Xenia. Wir kommen zum ersten Spiel. Das ist der Team Check. Ich habe noch eine ganz kalte Hand. Guck mal. Hör auf. Wie kalt das Wasser Wir spielen Meerwasserschwamm. Das Wasser muss nicht an meine Backe, sondern in diesen Eimer. Wie geht's? Unsere Spieler und Spielerinnen haben Schwämme auf dem Kopf. Die müssen sie hier reintunken, vollsaugen und dann hier vorrennen, an der Scheibe ausdrücken. Und das Wasser läuft hier in diese Eimer. Wir spielen 60 Sekunden. Es geht los in 3, 2, 1, go! Auf geht's! Let's go! Tunke nach vorne rennen! Anfeuern, Tiger! Und nach vorne weiter zurück! Ausdrücken! Tiger! Ja, genau, super! Ausdrücken! Yes! Ausdrücken! Pushen! Zurück! Tempo! Yes! Komm zurück! Weiter! Mehr Wasser, komm! Tiger! Action! Schneller! Alina und Arina für die Tiger! Achtung. 20 Sekunden, weiter! Pass auf, komm schon wieder hoch! Zurück! Nicht schlimm! Frösche! Pass auf den Teppich! 10 Sekunden noch! Oh. Go! Go! 4, 3, 2, 1, vorbei! Stopp! Boah! Alles okay bei euch? Ich bin stolz auf euch, liebes Frosch. Der ein oder anderen Sturz gab's, aber die Tiger haben sich aufgerappelt und haben weitergemacht und auch hier eine Menge Wasser gesammelt. Wie sieht's bei euch aus? So, bitte an die Waage der Wahrheit. Are you ready? Warte, jetzt. Und die Notbremse geht an die Frösche! Jonas, Magdalena und Marlena, geht's euch gut? Ja. Endlich wieder mal waschen, super. Ihr seid eine total witzige Klasse, weil in der 6B bei euch gibt's einfach immer Kuchen. Warum gibt's bei euch Kuchen? Also in Französisch machen wir es immer so, dass die Lehrerin von 5 bis 0 runterzählt auf Französisch. Und wenn wir bis dahin nicht still auf dem Platz sitzen, dann müssen wir Kuchen backen. Und in Religion kann man sich so eintragen in eine Liste und dann bringt man halt an dem Tag, wo man sich eingetragen hat, Kuchen mit. Ach so, das heißt aber, weil ihr so eine unglaublich brave Klasse seid, gibt's bei euch nie Kuchen. Welchen Kuchen gibt's dann immer bei euch, Marlena? Also es ist eigentlich immer unterschiedlich, aber es gibt oft, sag ich jetzt mal, was mit Schoko oder so. Ja. Schokoladenkuchen ist eine sehr gute Entscheidung. Und eine sehr gute Entscheidung ist auch hier im Tigerentenclub, den guten Zweck zu unterstützen mit 600 und 400 Euro für die SWR-SR-Herzenssache. Deswegen die entscheidende Frage an unsere Klassenlehrerin, der 6B, Frau Gutzler. Was ist Ihr Lieblingskuchen?
Mein Lieblingskuchen? Ich würde sagen Apfelkuchen. Dankeschön. Und wohin geht das Geld der Frösche? Wir wollen spenden an das Projekt Mit Mut in die Zukunft. Das ist ein Projekt, was von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit unterstützt wird. Und dort werden im Prinzip Projekte unterstützt, die die Kinder sich selber überlegen in ihren Städten und Stadtteilen. Zum Beispiel irgendwelche Festivals oder Umweltprojekte. Und das wird damit gefördert. Dankeschön. Und er drückt auch die Daumen. Das ist das Maskottchen Fred. Sehr cool. Und auch die Tiger unterstützen natürlich hier für den guten Zweck. Und Frau Kurt, Sie wissen, wohin das Geld der Tigerenten geht. Ja, wir würden gerne das Projekt Young Gardening unterstützen. Da treffen sich Kinder und Jugendliche im Garten, bauen Hochbeete, pflanzen verschiedene Pflanzen ein, dokumentieren das auch, lernen also noch zahlreiche andere Dinge. Und es gibt zum Schluss eine Riesenpräsentation. Super coole Projekte. Wir drücken die Daumen. Und ich heute natürlich ganz besonders für die Tigerenten. Das ist nämlich ein richtig cooles Team, Arina und Alina. Euch trennt ein Buchstabe. Aber ihr habt ein Vorbild, was ihr teilt. Wie heißt denn die Person? Ayliva. Ayliva, wer ist das und was macht die? Das ist eine Sängerin. Was singt die so für eine Art von Liedern? So eher traurig, ja. Was ist denn an der so cool, Arina? Ich mag ihre Lieder. Okay, cool. Ich finde, das reicht ja auch, oder? Die ist cool, man mag ihre Lieder, macht gute Musik. Und Xenia, die dritte im Bunde, möchte Tierpflegerin werden. Und ich glaube, du besuchst auch eine richtig coole AG an eurer Schule. Welche ist das denn? Das ist die Bienen-AG. Was macht man da? Wir eben können unseren eigenen Honig helfen, dass die Bienen, also dass die mehr werden und nicht aussterben. Und wir haben auch eine sehr tolle Imkerin. Ah, an der Schule. Mhm. Wir machen auch Honigverkostungen und... Ja, das macht einfach sehr viel Spaß und man lernt den Umgang richtig viel mit Tieren. Und klingt vor allem auch sehr lecker, wenn man immer so ein bisschen Honig probieren kann. Mhm. Vielleicht kann man den demnächst mal in einen Kuchen einbauen, so einen Honigkuchen. Also weiter geht's jetzt aber erstmal mit dem Froschhüpfen. Also ihr beiden, passt gut auf, für euch sind diese weißen Felder entscheidend. Der Computer gibt euch gleich eine Hüpfreihenfolge vor. Von wie vielen Feldern? 10. 10, genau. Ihr müsst sie euch merken und dann nachhüpfen. Die gilt aber nicht nur für euch, sondern auch für euch zu Hause in der Kika-Quiz-App könnt ihr ebenfalls Froschhüpfen spielen. Viel Spaß dabei. Mal gucken, wie viele Felder ihr euch merken könnt. Achtung, ihr beiden hier im Studio. Hier kommt eure Hüpfreihenfolge. Stellt euch bitte in die Mitte. Und Froschhüpfen beginnt mit dem ersten Ton. Das war Froschhüpfen. Xenia, was sagt dein Bauchgefühl? 4, 5. 4, 5? Ja. Du bist noch nicht ganz so überzeugt, ne? Mhm. Hilft nur eins, wir wollen mal nachgucken. Dein Ergebnis, Xenia. 1, 2, 3. 3 für die Tigerenten. Heißt, die Frösche brauchen 4. Und? Also ich glaube, es sind mehr als 4. Es sind mehr als 4. Da sind wir dein Ergebnis. Los geht's, die Frösche zählen mit. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt's doch gar nicht. Ach, was bitte? 9! Oh mein Gott! Notbremse für die Frösche! Das war klar. Heute geht's bei uns um Frösche und da liefern die Frösche ab. Und weil es eben um diese kleinen Frösche geht, hat Günther seine ganze Familie eingeladen. Ich darf sie euch vorstellen. Das ist Gundel von Grüntümpel. Sie kommt aus Bayern. Hallo Gundel, habe die Ehre. Sie ist mit Günther übrigens zur Froschvorschule gegangen. Und das ist Gaston. Das ist sein Vetter aus Frankreich. Bonjour. Schön, dass du da bist. Und Günther ist natürlich auch am Start. Also, wir lernen heute alles über faszinierende Frösche, die wirkliche Superkräfte haben. Und wir brauchen natürlich jemanden, der sich damit auskennt, weil die drei sind es nicht. Nein, Froschexpertin Katharina ist bei uns und die hat richtig Ahnung. Einen Frosch habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Sie sind grün, sie können springen und sie quaken. Frösche gibt es fast überall auf der Welt. Die meisten leben im Regenwald und es gibt sogar welche, die in der Wüste zu Hause sind. Bei uns gibt es vor allem Teichfrösche. Grasfrösche,
und natürlich Erdkröten. Frösche sind sehr anpassungsfähig, aber für ein freudig quakendes Froschleben braucht es unbedingt Wasser. Und eine, die sich bestens mit Fröschen und Kröten auskennt, ist unser Gast, Dr. Katharina Rutsatz. Katharina ist Biologin und Wissenschaftlerin. Sie erforscht unter anderem, wie Umweltveränderungen das Leben unserer Frösche verändert. Wir freuen uns auf Froschexpertin Katharina im Tigerentenclub. Denn wir wollen mit Katharina um die Wette quaken und ganz viele Fragen stellen zum Thema Frösche. Katharina, schön, dass du hier bist. Hallo. Du siehst es, ich bin umgeben von Fröschen und man hat da so schon seinen Kummer mit denen, echte Chaoten. Was begeistert dich so an Fröschen? Ah, ich war schon immer Froschfan. Ich bin als Kind schon immer in Froschteich gefallen und ich finde die Kleinen einfach toll. Und was macht denn einen Frosch zum Frosch? Frösche sind Amphibien und damit leben sie nicht nur im Wasser, sondern auch am Land, haben diese amphibische Lebensweise, sind zuerst Kaulquappe und entwickeln sich dann über die Metamorphose zum Frosch. Ah, okay. Und du hast uns hier übrigens Brunhilde mitgebracht. Brunhilde ist eine Kröte, die lernen wir gleich noch besser kennen. Vorher wollen wir ein bisschen was über deine Arbeit erfahren. Wie arbeitest du denn mit Fröschen? Was machst du mit denen? Ich arbeite vor allem im Labor. Meistens gehen wir im Frühjahr raus, sammeln Froscheier, nehmen die mit zu uns ins Labor und ziehen die unter verschiedenen Bedingungen auf. Das kann sein, dass wir verschiedene Temperaturen nutzen, um zu gucken, wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Frösche aus. Es kann aber auch sein, dass wir Giftstoffe testen. Nicht so, dass die Tiere tatsächlich dadurch Schaden nehmen, sondern einfach zu schauen, wie gut können die sich an Umweltveränderungen anpassen. Wenn man sich so mit Fröschen beschäftigt und Frösche so liebt, hat man dann Frösche auch als Haustiere? Ja, zum Beispiel Brunhilde. Ach wirklich? Ja, Brunhilde ist mein Haustier. Wie ist Brunhilde denn so drauf? Brunhilde ist total gechillt. Also die macht nicht viel, die beobachtet mich eigentlich nur beim Arbeiten und ist total entspannt. Was sie alle gemeinsam haben, sowohl Brunhilde als auch Günther und Gaston und Gundel, waren alles mal Kaulquappen. Genau. Ja, also Babyfrösche. Du hast uns ganz, ganz tolle Bilder mitgebracht von Kaulquappen. Und Kaulquappen sind einfach Froschbabys, oder? Kann man so sagen, genau. Kaulquappen sind ist der Nachwuchs von Fröschen tatsächlich. Zunächst werden Froscheier abgelegt in Gewässer. Und daraus schlüpfen dann die kleinen Kaulquappen. Hier sehen wir sie schön. Zunächst haben die noch keine Beine. Dann kommen zunächst die Hinterbeine. Und wenn die voll entwickelt sind, dann bilden sich Vorderarme aus. Das kann man jetzt hier auf dem Bild gut sehen. Da sehen wir Beine und auch Vorderarme. Und wenn das passiert ist, dann entwickelt sich die kleine Kaulquappe über die Metamorphose zum Frosch. Wie lange dauert so dieser ganze Prozess, also bis aus einer Kaulquappe ein Frosch wird? Ich würde sagen, so im Schnitt 60 Tage bei uns. Hier sieht man auch noch mal schön die Animation, wie aus der Kaulquappe dann durch die Metamorphose ein Frosch wird. Oh, Wahnsinn. Der Schwanz wird resorbiert und plötzlich haben wir zwei Beine, zwei Vorderbeine. Och. Das ist wirklich so ein Wunder der Natur, oder? Total, total faszinierend, die Metamorphose, richtig klasse. Jetzt haben wir gerade in diesem Film unglaublich viele Kaulquappen gesehen, auch ganz viele Froscheier. Wie viele Froschbabys hat denn so ein Frosch oder macht er denn? Also Froscheier werden tatsächlich bis zu Tausende gelegt. Die schlüpfen natürlich nicht alle, aber wenn ein Großteil geschlüpft ist, können das Hunderte sein. Und jetzt wollen wir ein bisschen was erfahren zu Brunhilde. Ja. Brunhilde ist eine Kröte. Genau. Hier haben wir drei Frösche. Das ist eine Kröte. Was ist denn der Unterschied zwischen Frosch und Kröte? Die Kröten haben eher eine warzige Haut. Das sieht man bei Brunhilde ja auch ganz gut. Hallo. Währenddessen die Frösche eher eine glänzende, weniger warzige Haut haben und dass die Frösche weiter hüpfen können. Die Kröten sind meistens ein kleines bisschen fauler, weniger agil. Ein bisschen bequemer. Ein bisschen bequemer, ja, das ist ein gutes Wort. Genau. Und Brunhilde ist eine Aggerkröte. Genau. Was ist eine Aggerkröte? Wo kommt Brunhilde her? Brunhilde bzw. Brunhildes Verwandten kommen ursprünglich tatsächlich aus Südamerika. Vor etlichen Jahren wurden Aggerkröten allerdings nach Australien gebracht, weil man gehofft hat, dass die dort Insekten fressen würden auf den landwirtschaftlich genutzten Feldern. Hat nicht ganz so geklappt. Mittlerweile verbreiten die sich wirklich ungehindert in Australien und sind eine richtige Plage. Jetzt kommen hier, Günther kommt hier näher, Gaston kommt hier auch näher, aber ich glaube, es ist gar nicht so ohne mit Brunhilde, oder? Also wir dürften die jetzt nicht einfach in die Hand nehmen. Nein, davon würde ich abraten. Sollte man Ihr nicht müsst aufpassen, Jungs. Ja. Würde ich immer abraten, weil wir natürlich, wir haben Handcreme an den Händen, wir haben Sonnencreme an den Händen oder Desinfektionsmittel. Und das können Amphibien ganz einfach durch ihre dünne Haut aufnehmen. Und das schadet denen. Es ist wie Gift für die. Außerdem erschreckt das die Tiere natürlich auch. Aber ihre dünne Haut hat noch andere Vorteile auch. Was können sie damit machen? Das finde ich total spannend. Total cool. Frösche können beispielsweise über ihre Haut trinken und auch über ihre Haut atmen. Oh, Wahnsinn. Das heißt, wenn jetzt unsere Frösche sich hier in den Pool legen, dann
könnten die trinken. Ach, Wahnsinn. Katharina, es ist so cool, dass du da bist, vor allem, weil du uns gleich verraten wirst, wieso Frösche echte Superhelden sind. Wir spielen hier im Studio ein Froschquiz und ihr könnt mitspielen. Vorher sind die Teams gefragt, die Tigerenten und, na klar, die Frösche. Liebe Leute, das nächste Spiel ist so simpel und so spannend zugleich. Ich darf präsentieren Shuffleboard. Es geht um Gefühl. Also, jedes Team hat diese Pucks. Und diese Pucks müssen in den Feldern mit den Punkten landen. Wenn ihr hier landet, gibt es einen Punkt. Hier gibt es zwei. Und hier vorne gibt es drei. Und wenn das passiert, gibt es gar keinen Punkt. Leider nicht. Ihr spielt abwechselnd und habt überhaupt gar keinen Zeitstress. Die Frösche liegen aktuell vorne. Das heißt, ihr müsst anfangen. Wer fängt an von uns? Jonas, Marlena? Jonas, bitte. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1, go. Ah, der Mann hat zu viel Kraft. Gut, Arina. Das ist ein Punkt. Jetzt sind die Tigerenten wieder dran. Jonas, konzentrier dich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ein Punkt für die Frösche. Die Pucks dürfen natürlich weggeschossen werden. Kurzer Zwischenstand. Aktuell die Tigerenten einen Punkt, die Frösche keinen. Jetzt haben wir einen. Jetzt holen sie ein. Xenia für die Tigerenten. Die Frösche sind wieder dran. Jetzt darfst du, Arina. Die letzten beiden Pucks aktuell führen die Frösche. Jetzt sowohl noch einer bei den Fröschen als auch einer bei den Tigerenten. Zwei Punkte bei den Fröschen, drei bei den Tigerenten. Ja. Der letzte jetzt. Du schaffst das. Du schaffst das. Vier. Und das sieht ganz gut aus. Vier bei den Tigerenten. Eins, zwei, drei bei den Fröschen. Das bedeutet, Notbremse geht an die Tigerenten. Yes! Yeah! 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 Ich freue mich. Mädels, wie seid ihr das Spiel angegangen? Ich musste erst so langsam anfangen. Und dann halt losschießen, versuchen die Gegner nicht weiterzubringen, sondern runterzuschmeißen. Wir freuen uns auf zwei tolle Auftritte von beiden Teams und die Frösche, ich weiß, die Frösche haben sich Spice Girls und Wannabe. Ja. Also, Laura ist großer Fan. Max, wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch großer Fan, vielleicht nicht ganz so groß wie Laura, aber ich finde den Song, der ist einfach bunt, der macht einfach total viel Spaß. Und ich habe heute Morgen mal versucht, den mit zu lip-sinken. Ich glaube, der ist gar nicht so einfach. Weil der ist mega schnell. Der ist super schnell. Meinst du, wir kriegen noch die Spice Girls zusammen, Junge? Alle fünf. Okay, einfach mal. Sporty Spice? Ja, Scary Spice. Ja, dann haben wir noch Ginger Spice. Baby Spice. Und wer fehlt jetzt? Posh Spice. Posh. Ja, yeah, läuft. Ein bisschen stolz bei uns. Aber das heißt, was willst du auf der Bühne sehen? Auf jeden Fall ganz, ganz viel Bewegung, ganz viel Spaß und es muss halt auch wirklich gut gelipsynkt sein, ne? Weil da ist ganz, ganz viel Text, der muss einfach sitzen, ist gar nicht so einfach, aber ich finde es sehr cool bei den Fröschen, die sind zu fünft auf der Bühne, wir haben gerade gelernt, fünf Spice Girls, vielleicht kann man sich das ein bisschen aufteilen, bin sehr gespannt. Okay, ich hoffe, deine Botschaft kommt an und ich habe mir was ausgedacht, weil Marlena eben so gut war, 10 Felder richtig und vor allem will sie Moderatorin werden, deswegen dachte ich mir, hey, moderiert sie einfach jetzt ihr Team an. Marlena, komm zu mir. So, hier die Moderationskarte, bitte schön das Mikrofon. Das ist seine Kamera. Danke, Max. Jetzt kommt Magdalena mit Hannah, David, Antea und Adele, die Spice Girls und Wannabe. Seid unsere Clubstars. If you want.
wanna be my lover. Die Frösche im Tiergartenclub mit den Spice Girls, Wannabe. Ey, habt ihr super gemacht, Mädels. David richtig abgeliefert. Kommt mal ganz nach vorne. Wir wollen natürlich wissen, warum genau der Song? Warum die Spice Girls, Magdalena? Wir fanden den Song toll. Also ich habe ihn vorgeschlagen. Also erst wollten wir eigentlich Tuka Tuka machen, weil David den Tanz davon konnte. Tuka Tuka? Ja. Okay. Aber dann haben wir ihn überredet und dann haben wir uns halt für Wannabe entschieden. Und also David, ja. Die Mädels mussten dich überreden? So ein kleines bisschen. Okay. Und wie haben sie dich dann überzeugt? Naja, sie waren halt einfach 4-1. Ach so, verstehe. Ach so, ihr habt einfach demokratisch entschieden. Wie lief denn die Vorbereitung ab? Wie habt ihr euch die Choreo ausgedacht? Also alle haben halt verschiedene Sachen gezeigt und dann haben wir das einfach kombiniert. Ich will euch was sagen, ich bin total stolz auf euch. Es war ein richtig guter Auftritt. Am Ende entscheidet es Max und vor allem sind jetzt erstmal die Tigerenten dran. Toller Auftritt von den Fröschen. Also ich bin auf jeden Fall mit abgegangen. Jetzt haben wir uns aber ausgepowert und legen jetzt ein bisschen mehr den Fokus aufs Gefühl. Denn Alina von den Tigerenten hat sich eine Ballade rausgesucht. Mann. Ja, wir hören Rihanna und Diamonds. Ist ja so von Rihanna der mit erfolgreichste Song, neben Umbrella natürlich. Und du sagst, das ist was ganz anderes, weil nicht nur viel Gefühl, auch ganz viel Körperspannung irgendwie. Also der Song, der beginnt ja extrem ruhig. Du musst dann so die Spannung halten in dem Song, dann wird es immer lauter und lauter und dann muss es aus dir rausgehen. Und sie steht ja alleine auf der Bühne. Also ich glaube, das ist auch noch extra nochmal eine Herausforderung mehr gleich bei der Performance. Aber du suchst die Rihanna und Diamonds nicht einfach nur so aus. Also da ist auf jeden Fall eine Story auch dahinter. Die werden wir herausfinden. Vielen Dank, Max. Und jetzt freue ich mich sehr auf den Auftritt von Alina für die Tigerenten. Sie wird performen Diamonds von Rihanna. Ich drücke dir die Daumen. Sei unser Clubstar. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Schon wie ganz viele Diamanten. Ganz toller Auftritt, liebe Alina. Warum hast du dir denn gerade den Song von Rihanna ausgesucht? Die hat mich irgendwie durchs Leben durchgeführt. Und dich inspiriert. Ja. Wie kam es denn zu der Choreo? Hast du dir die ganz alleine ausgedacht oder hattest du Hilfe? Also am Anfang hatte ich Hilfe mit Xenia, aber dann zum Schluss habe ich dann alles alleine ausgedacht. Das hast du sehr, sehr cool gemacht. Und ich weiß, du möchtest auch noch jemanden grüßen. Ja. Wer ist das denn und warum? Gerne meine hier Familie, in die Kamera. Meine Familie, weil ich sie sehr doll lieb und sie auf jeden Fall sehr stolz auf mich sein werden. Das sind sie definitiv und wir auch. Liebe Grüße an die Familie und großen Applaus nochmal für Alina. Max, Rihanna gegen die Spice Girls ist ja an sich schon ein Gigantenduell. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, zwei super coole Auftritte und ich fange mal an bei den Fröschen. Magdalena und ihr Frösche, das war ein richtig cooler Auftritt. Ihr könnt super stolz auf euch sein und ich fand es echt ziemlich gut. Also ich habe mich fast genauso sehr gefreut wie Laura gerade, dass wir die Spice Girls hier sehen auf der Bühne. Ich fand, man hat euch angesehen, ihr hattet Spaß bei dem Song, ihr habt ihn richtig gerne performt und das Lip-Sync war auch richtig, richtig gut. Das hat die ganze Zeit gut gehalten. Aber auch die Performance bei den Tigerenten, Alina, ich fand dich echt richtig stark und ich muss auch nochmal sagen, also alleine hier auf der Bühne zu stehen und dann auch noch so einen emotionalen Song zu haben, ne? Diese Spannung zu halten. Das verdient auf jeden Fall nochmal einen extra Applaus an dieser Stelle, finde ich. Und ich finde, du hast die Spannung auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Von mir aus hättest du noch einen Ticken weiter vielleicht nach vorne gehen können und noch einen Ticken mehr bewegen. Und da muss ich sagen, das haben die Frösche halt echt gut gemacht. Die waren die ganze Zeit unterwegs, ihr hattet voll viel Spaß auf der Bühne, ihr wart voll da, deswegen Notbremse für die Frösche. Notbremse an die Frösche! Ja!
mit Spice Girls zur Notbremse. Die Frösche liefern weiter ab und auch Brunhilde gefällt es bei uns im Studio richtig gut. Unsere Aggerkröte, die heute zu Gast ist, mit Wissenschaftlerin und Biologin Katharina, unserer Froschexpertin. Und jetzt lernen wir richtig tolle Frösche kennen, die nämlich Superkräfte haben, oder? Absolut. Und die leben wo? Überall, fast. Überall, fast überall. Und zum Beispiel im Regenwald. Frösche gibt es schon seit Millionen Jahren. Auf der Erde haben sich unglaublich viele Arten entwickelt. In allen Formen, Größen und natürlich Farben. Zum Beispiel der Rotaugenlaubfrosch aus Südamerika. Schön zu erkennen an den roten Augen. Oder der Pac-Man-Frosch. Der besteht fast nur aus Maul und frisst alles, was ihm in den Weg kommt. Sieht ein bisschen aus wie Günther, oder? Der schreckliche Pfeilgiftfrosch ist, wie der Name schon sagt, sogar richtig gefährlich. Diese Frösche zählen zu den giftigsten Tieren der Welt. Oft haben Frösche grüne oder braune Tarnfarben, um sich vor Fressfeinden verstecken zu können. Aber die giftigen Frösche tragen knallbunte Warnfarben. Und damit wissen die Feinde, friss mich besser nicht, denn ich bin giftig. So haben Frösche verschiedene Überlebenstechniken entwickelt und manche haben richtige Superkräfte. Und diese Superkräfte lernen wir jetzt kennen, denn unsere Froschexpertin Katharina hat uns ein Froschquiz mitgebracht. Das heißt, du stellst uns Frösche vor. Ich stelle euch Frösche vor, ja? Und dann geht es darum, die Superkräfte zu erraten dieses Frosches. Okay, super. Wir spielen gegeneinander, ihr drei, gegen mich. Und dann starten wir mit dem ersten Frosch, oder? Genau, super. Fangen wir gleich an. Wir fangen ganz einfach an. Den ersten Frosch, den ich euch mitgebracht habe, das ist der Wallace-Flugfrosch. Und der hat ganz besonders große Schwimmhäute zwischen seinen Fingern. Was kann der damit? Fächelt der sich etwa Luft damit zu? Oder kann er damit fliegen? Was kann der? Ich glaube, mit den Schwimmhäuten kann der fliegen. Entscheidet euch! Und entscheidend! Okay, seid euch einig? Und super! Was kann der wohl mit seinen großen Schwimmhäuten zwischen den Fingern? Die helfen ihm beim Fliegen, denn er lebt im Regenwald und segelt mit diesen großen Schwimmhäuten von Baumkrone zu Baumkrone. Wahnsinn. Somit kann er leider keine Luft zuwedeln. Tut mir leid. Aber wie lang kann der fliegen? Wie weit? 20 Meter tatsächlich. 20 Meter? 20 Meter. Boah, nicht ja. Schlecht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Frosch. Genau, der nächste Frosch. Das ist der Haarfrosch. Und was kann der? Kann der sich entweder zu einem Knäuel zusammenrollen, wenn er seine Fressfeinde sieht, oder kann er, um sich zu verteidigen, Krallen ausfahren? Auf die Frösche, fertig, los! Boah, kann er sich einrollen? Ich glaube, der kann sich zu so einem kleinen braunen Haufen machen. Günther ist für Einrollen, okay. Super. Und jetzt wird's richtig abgefahren. Der Haarfrosch, der kann nämlich ganz plötzlich seine Krallen ausfahren. Was? Und zwar handelt es sich dabei nicht um Fingernägel, so wie wir sie haben, oder um Krallen, so wie Reptilien sie haben, sondern um richtige Knochen. Und der bricht sich quasi an Sollstellen die Fingerknochen und fährt dann durch die Haut Knochen aus als Krallen. Und weil wir verletzt sich also selbst. Boah. Richtig krass. Okay, Jungs, ihr hattet recht. Super. Das ist ja ein bisschen, wenn wir von Superhelden reden, wie bei Wolverine. Also da kommen ja absolut, so die Wahnsinn. Absolut. Okay. Nächster Frosch. Der nächste Frosch, den ich euch mitgebracht habe, das ist der Tupfenlaubfrosch. Jetzt ist die Frage, was kann der? Kann der sich unsichtbar machen, wenn der seine Feinde sieht? Oder kann er anfangen zu leuchten? Kann der Tupfenlaubfrosch leuchten oder sich unsichtbar machen? Ich bleibe bei leuchten. Ich glaube, der ist schön gelb. Der sieht dann aus wie so eine Glühbirne. Hallo, Gundel, guten Tag. Gaston? Na, Günther, entscheide dich. Los, auf die Frösche, fertig, los, entscheiden. Ah, wir sind uns einig. Voll gut, alle stehen richtig, denn yeah! Der Tupfenlaubfrosch, der kann tatsächlich leuchten. Und zwar ist er zwar schön gelb, aber wenn es dämmert, dann fluoresziert der. Man hat es herausgefunden, indem man mit einer UV-Lampe auf den Frosch geleuchtet hat und konnte sehen, dass vor allem die Region hier in der Kehle besonders stark blau leuchtet. Und wahrscheinlich dient das der Kommunikation. Ah, das heißt, dass er anderen sagen kann, ich bin hier und du bist da, oder? Genau, und vor allem eben während der Partnerwahl ist es eben so, dass dieser Kehlsack bewegt wird. Und wenn der dann dazu auch noch leuchtet, dann ist das eben so ein ganz besonderes Signal. Leute, wir hatten alle recht, voll gut. Voll gut. Der nächste Frosch, den ich euch mitgebracht habe, ist der nordamerikanische Waldfrosch. Und der kann auch, was ganz, ganz abgefahren ist, kann er entweder total schnell hüpfen, und zwar als schnellster Frosch überhaupt, oder kann er im Winter einfrieren und im Frühjahr wieder auftauen. Oh, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Entscheidet euch mal. Ich glaube, dass der einfrieren kann. Und die Frösche entscheiden sich.
Super, Günther und Johannes stehen richtig, denn er kann tatsächlich einfrieren. Und zwar friert dieser Frosch, wenn es eine lange Frostperiode gibt, im Winter tatsächlich komplett oder fast komplett durch und kann dann, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen, im Frühjahr wieder auftauen. Super praktisch. Einen Frosch hast du, glaube ich, noch, oder? Ich habe noch zwei Frösche. Okay, okay, super. Der nächste Frosch, den ich euch mitgebracht habe, ist der Kreideriedfrosch. Und jetzt ist die Frage, was kann der? Oh Gott. Kann der Gedanken lesen oder kann der eventuell seine Farbe ändern? Okay, Leute, entscheidet euch. Ich glaube, der kann Gedanken lesen. Ich glaube, das ist ein richtiger Superheldenfrosch. Und die Entscheidung jetzt? 3-1. Ah, Gaston. Ihr steht richtig, denn der Kreideriedfrosch kann tatsächlich seine Farbe ändern. Der kommt in Westafrika vor und dort wird es bekanntermaßen relativ heiß. Und wenn die Temperaturen über 35 Grad steigen, verändert der seine Farbe, wird komplett weiß, bildet Kristalle auf der Haut und die Sonnenstrahlen werden reflektiert. Das ist also, um zu vermeiden, zu überhitzen. Und natürlich auch, um zu vermeiden, dass er austrocknet. Denn Amphibien sind an Wasser angewiesen. Also das ist eine richtige Superkraft. Das ist eine richtige Superkraft. Und jetzt kommen wir zum letzten Frosch. Jetzt kommen wir zum Finale. Und zwar ist das der Höhlenpfeiffrosch. Es stellt sich hier die Frage, ist der ganz besonders stark oder ist der ganz besonders laut? Der Höhlenpfeiffrosch, sehr laut oder sehr stark? Was glaubt ihr zu Hause? Ich glaube, weil der Pfeiffrosch heißt, kann der pfeifen und ist sehr laut. Gundel, entscheide dich. Okay. Und entscheiden jetzt. Leider stehen die Frösche falsch. Yes. Der kann nämlich sehr laut sein. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Okay. Das ist er. Dieses ganz typische Cookie, Cookie, das ist es tatsächlich, das Pfeifen. Das ist richtig laut. Prima, richtig klasse gemacht, ganz tolles cool. Quiz. Dankeschön, Dankeschön, Katharina. Hey Leute, ihr habt das gut gemacht. Ich würde mal sagen, ich glaube, ihr habt knapp gewonnen, okay? Na also, ganz ihr seid knapp. Glücklich. Danke an euch zu Hause fürs Mitspielen. Und jetzt sind wieder die Teams gefragt, die Tiger, Enten und die Frösche. Viel Spaß. Mitraten und vielleicht eine kleine Glückstigerente gewinnen, das geht jetzt beim WissQuiz. Ihr könnt mitspielen in der Kika Quiz App. Und hier im Studio gut aufpassen, wir stellen Fragen aus verschiedenen Kategorien und heute sind es Sport, Acker, Schuppen, Nahaufnahme, Kunst und Federn. Also die Fragen kommen aus diesen Kategorien. Wenn ihr etwas aber nicht wisst, dann habt ihr die Möglichkeit, den Klassenjoker zu wählen. Dann geht die Frage an eure Klasse und die Klasse entscheidet, was eingeloggt wird. Aktuell liegen die Tigerten hinten, das heißt, die Tigerten dürfen anfangen. Der Zufallsgenerator läuft, wenn ihr buzzert, hält das Licht an. Die erste Frage für die Tigerenten ist eine Nahaufnahme. Und da empfehle ich euch jetzt, ganz genau hinzuschauen. Wir haben nämlich einen Gegenstand unter ein Mikroskop gelegt. Und ihr habt 5 Sekunden Zeit, euch diesen Gegenstand anzuschauen. Die Nahaufnahme startet jetzt. Liebe Tigerenten, was war denn eben hier im Bild zu sehen? Waren es A. Algen, B. eine Gurke oder C. Kaulquappen? Wir nehmen B. 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 Die Gurke? Ja. Wir loggen B ein. Und ob B die Gurke richtig ist, das sehen wir jetzt. Es ist eine Gurke! Punkt für die Tigerin. Weiter geht's bei den Froschen. Der Zufallsgenerator läuft für euch. Wenn ihr buzzert, dann gibt's die Frage von mir. Und da geht es um Schuppen. Die Frage ist, was verbirgt sich hinter dieser Kategorie? Ganz genau muss man hinschauen, um in diesem Baum ein Tier zu entdecken. Da, eine Schlange. Kräftige Muskeln hat sie. Mit denen umschlingt sie ihre Beutetiere, bis sie tot sind. Manche Arten dieser Schlange können 4 Meter lang und 60 Kilo schwer werden. Und das ist schon die Frage, was für eine Schlange ist das? Wir waren unterwegs im tropischen Regenwald in Südamerika. Was für eine Schlange, liebe Frösche, haben wir im Film gesehen? War das A, eine Boa, B, eine Viper oder C, eine Schleiche? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung.
Ich kann nur schleichen. Ohr, Viper oder Schleiche? Was ist im Regenwald in Südamerika. Was? Ja, Klassenjoker. Ja, die Frösche ziehen den Klassenjoker. Dann, liebe Frau Gutzler, Achtung, das Mikrofon. Was für eine Schlange haben wir im Film gesehen? Boa, Viper oder Schleiche? Ich glaube, eine Viper. Viper? Ich glaube, es ist eine Boa. Mhm. Ich glaube auch, dass es eine Viper ist. Ich denke auch, dass es eine Viper ist. Es sind ja ganz viele Vipern hier. Ich auch. Ich denke, dass es eine Schleiche ist. Dann haben wir alle Varianten. Sehr gut. Ich denke auch, dass es eine Viper. Ja, dann okay. Was machen wir dann? Ja, Viper, also, ich hätte tatsächlich persönlich die Schleiche ausgeschlossen und bin mir bei den anderen beiden auch nicht sicher. Jetzt waren ja deutlich mehr für die Viper als für die Boa. Dann nehmen wir die Viper. Wir nehmen die Viper. Sie unterrichten Mathe und Physik. Ja. Okay, dann sind Sie da schon mal fein raus. Ja. Ist gut. Also, wir locken ein, Viper. Und die Schlange, die wir da gerade gesehen haben, die sich da so wohl gefühlt hat auf dem Baum, ist eine Boa. Tut mir leid, liebe Frösche. Das könnte eine Chance für die Tiganten sein, jetzt einen zweiten Punkt zu machen. Der Zufallsgenerator läuft und ihr buzzert wieder. Schick. Oh, nee. Eure Kategorie Acker und dahin geht's jetzt auch. Auf diesem Acker sind junge Getreidepflanzen schon ein paar Zentimeter in die Höhe gewachsen. Jetzt kommt ein Gerät zum Einsatz, das den Boden lüftet und unerwünschtes Beikraut, man sagt auch Unkraut, ausreißt. Das ersetzt die chemische Bekämpfung des Beikrauts. Das Gerät mit den feinen Zinken hat einen Namen, den ihr vielleicht von einer anderen Verwendung kennt. Und das ist die Frage. Wie heißt das Gerät, das kleine Beikrautpflänzchen ausreißt? Ich hoffe, meine Tigerenten kennen sich hier im Ackerbau aus. Denn ich möchte von euch wissen, wie heißt denn das Gerät, was wir eben gesehen haben, das unerwünschtes Beikraut ausreißt? Heißt es A, Ackerkratzer? B, Weizenkamm oder C, ist es der Striegel? Striegel. Warte, nee, das kann auch Acker. Nein. Sprecht euch gerne laut. Aber Acker, ich weiß kein bisschen. Aber das sieht wie Striegel aus. Aber Ackerkratzer, das wäre ja dann wieder so. Das ist überhaupt Ackerkratzer. Das kann ja manchmal, das Wort kann ja manchmal anders heißen, als es bedeutet. Ackerkratzer, Weizenkamm oder Striegel? Ich nehme Striegel. Wie könnte das Gerät heißen? Also, wir glauben Striegel. Okay, also ihr einigt euch auf C, Striegel. Ja. Dann loggen wir C ein. Die Tigerenten wollen also zocken und sich den Joker aufsparen für die möglicherweise letzte Frage später. Dieses Gerät, was wir gesehen haben, das nennt man Striegel. Yes! 2-0 für die Tigerenten und jetzt haben die Frösche die Chance, einen Punkt zu machen. Der Zufallsgenerator läuft. Sport, Kunst oder Federn? Es geht um Federn und da geht es genauer gesagt um süße kleine Spatzen. Seit Tausenden von Jahren folgen Spatzen den Menschen, denn in unserer Nähe findet sich immer was zu fressen. Man nennt Spatzen deshalb auch Haussperlinge. Am wohlsten fühlen sie sich in Gesellschaft, auch wenn es manchmal Streit um Leckerbissen gibt. Platz für ein Nest finden Spatzen in kleinsten Mauerspalten oder in dichten Hecken. Auch wenn es in unseren Städten immer schwieriger wird, solche Plätze zu finden. Aber Spatzen sind findig und schlau. Ihr angeblich so dummes Spatzenhirn ist sehr leistungsfähig. Auch ein Dreckspatz ist der Vogel nicht, obwohl er im Sand badet. Und da ist die Frage. Warum wälzen Spatzen sich in Staub und Sand? Du kleiner Dreckspatz, kennen wir alles. Aber warum wälzen sich Spatzen so ein bisschen im Sand? Machen die das A, weil sie einen Partner suchen? B, ist das eine Drohgebärde? Also wollen die sagen so, ey, lass mich in Ruhe. Oder ist das eine Art von Körperpflege? Körperpflege. Ja, C, oder? Ja, C. Also nehmen wir Körperpflege, loggen wir ein. Und C ist richtig! Punkt für die Frösche! Stark!
Dann geht's weiter bei den Tigerenten. Wir haben noch zur Auswahl Sport und Kunst. Zufallsgenerator läuft. Was wird's? Sport oder Kunst? Kunst oder Sport? Es wird Sport. Und da waren wir gemeinsam mit der Tigerente in einem Bikepark in Albstadt und haben uns da die Hindernisse mal ganz genau angeschaut. Downhill-Fahren ist ein actionreiches Hobby. Hier werden steile Trails in einem schnellen Tempo bergab gefahren. Neben Wurzelpassagen und Kurven findet man hier auch verschiedene Rampen, welche beim Downhill auch als Sprünge bezeichnet werden. Auch das hier ist eine Rampe. Das ist die Frage. Wie nennt man diese Art von Sprung? Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß. Wie nennt man denn diese Art Rampe, die wir eben gesehen haben, die Downhill-Fahrer als Sprung bezeichnen? Nennt man die A Table, B Drop oder C Double? Lass uns Joker nehmen. Eure letzte Frage. Beantwortet ihr sie richtig? Geht die Notbremse an euch. Klassenjoker. Und Xenia sagt es richtig, genau. Ihr habt noch den Klassenjoker und wollt ihn auch einsetzen? Ja. Dann Frau Kurt, ich hoffe, ein paar Downhill-Fahrer hier vielleicht am Start in der Klasse. Also, die sind auf eure Hilfe angewiesen. Lukas. Drop. Okay, wer denkt was anderes? Islam. Double. Table. Na toll, jetzt haben wir alle drei. Ja. Da haben wir den Salat. So. Drop. Drop. Durim, was meinst du? Drop. Drop. Okay, also ich denke, wenn die Kids sich so sicher sind, wie kann auch? Drop. Weiß es jemand? Hat jemand eine Begründung? Table. Ich habe selbst keine Ahnung. Ich gehe jetzt mit der Mehrheit mit Drop, also B. Tigerenten loggen B Drop ein. Sollte Drop richtig sein, ist das Whiskers vorbei und die Notbremse geht an euch. Sollte diese Antwort falsch sein, haben die Frösche noch die Möglichkeit... Dann haben wir noch eine Chance. Wir sind noch da. Ja. Diese Rampe, die nennt man Table. Diese Chance leider vertan. Ich freue mich ein wenig, aber nicht, weil die Frage falsch beantwortet worden ist, sondern weil wir jetzt eine Chance haben, nämlich auszugleichen. Wenn wir die Frage richtig beantworten, gibt es ein Unentschieden. Das heißt, jedes Team bekommt eine Notbremse. Wir brauchen nicht mehr buzzern. Es geht um das Thema Kunst. Eine Büste aus Ton ist die Vorlage, aus der in mehreren Schritten ein Kunstwerk aus Bronze entsteht. Vom Tonmodell werden Abgüsse angefertigt. So entstehen Negative von Gesicht und Hinterkopf. Der zusammengefügte Abguss wird mit diesem schwarz gefärbten, hitzeempfindlichen Material ausgegossen. Nach kurzer Zeit ist innen an der Wand eine dünne Schicht erstarrt. Sie ist das Modell des Kopfes. Es wird mit einem Gestell aus Röhren umgeben, in die später die flüssige Bronze gegossen wird. Aber erstmal wird das schwarze Modell mit weißer Keramikmasse überzogen und im heißen Ofen gebrannt. Dabei schmilzt das schwarze Modell. Man sagt, es ist verloren. An seiner Stelle ist ein Hohlraum entstanden. In den wird jetzt über die Röhren die flüssige Bronze gegossen. Nach dem Abkühlen holt der Handwerker den Bronzekopf aus der Keramik. Und da ist die Frage. Woraus bestand das verlorene Modell, das im Ofen geschmolzen ist? Ich hoffe, die Frösche haben richtig gut aufgepasst. Hier kommt eure Frage. Woraus besteht das verlorene Modell? A. Aus Wachs. B. Aus Kleister. Oder ist es doch C. Öl? Ja, Wachs schmilzt. Ja, wir nehmen A. Also Wachs. Dann loggen wir ein. A, Wachs. Das waren viele Schritte in diesem Video. Man musste gut aufpassen. Und diese Antwort ist richtig! Das heißt, jedes Team bekommt eine Notbremse. Damit gut, Leute. Schön gerettet. 4-2.
Die Frösche retten das Unentschieden im Quiz. Und jetzt wollen wir eure Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt in der Kika-Quiz-App zum Thema Frösche. Katharina, die erste Frage. Was ist dein Lieblingsfrosch? Mein Lieblingsfrosch, ich denke mal der Grasfrosch, also ein heimischer Frosch, und die Erdkröte finde ich auch super. Warum? Die haben total tolle Augen, wenn man denen mal in die Augen schaut. Die sind so bronzefarben, ja. Die Erdkröten. Und ich finde, die sehen... ja, Günther, das mag ich auch. Ist ja gut, Günther. Und ich finde, die sehen einfach schön aus und niedlich. Das ist auch eine schöne Frage. Warum sind Frösche immer so laut beim Quaken? Sind gar nicht alle so laut, ja. Tatsächlich. Totales Spektrum. Es gibt welche, die sind tierisch laut, wie wir auch gerade im Quiz gesehen haben. Und welche, die eher so ganz subtil vor sich hin quaken, sich fast eher anhören wie ein Vogel. Aha. Also sind gar nicht so laut. Aber warum machen die das? Die machen das natürlich einmal ein bisschen, um ihr Revier zu verteidigen und um die Weibchen anzulocken. Wie hören Frösche? Frösche können ganz normal hören, wie wir auch. Die haben auch ein Trommelfell. Und manchmal, wenn man sich einen Frosch genauer anschaut, sieht man, dass die hinter den Augen noch so ein Feld haben. Ja, hinter, genauso hier sieht man das dann. Und dahinter liegt tatsächlich das Trommelfell. Und die hören, die haben nur keine Ohrmuschel, so wie wir. Ansonsten haben die auch ein Gehörknöchelchen und können total super hören. Dann kommt eine Frage von Wistrache. Er möchte wissen, was essen Frösche denn eigentlich so? Und wie alt können die werden? Total gute Fragen. Also, was essen die? Die essen total gerne wirbellose Tiere, also Würmer, Insekten, Fliegen haben wir ja vorhin schon gesehen. Das finden die total super. Und was glaubst denn du, wie alt die werden können? Oh Gott, 9 Jahre? Ah, fast. Ist schon gut dran. Ja? Teilweise so 12 bis 15, sagt man im Schnitt. Also richtig alt. Und es gibt auch Amphibien, die können noch wesentlich älter werden. Es gibt Feuersalamander bis zu 60 Jahre. Was, und wirklich? Grottenolme, die können bis zu 80 Jahre und älter werden. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir sind ja gerade in der Jahreszeit, da findet eine Krötenwanderung statt. Und dazu passt hier die Frage von Kika Ente. Was kann man machen, um einen Frosch zu schützen? Also ich glaube, auch wenn man ihn findet, irgendwie, wie gehe ich denn damit um? Kommt natürlich darauf an, wo man ihn findet. Wenn man einen Frosch einfach im Wald oder auf der Wiese findet, einfach so lassen, anschauen, aber bitte nicht anfassen. Das ist das Beste, was man für den Frosch tun kann. Wenn ihr natürlich eine Kröte auf der Straße seht, dann helft der Kröte gerne von der Straße weg, weil wenn ein Auto kommt, dann war es das tatsächlich mit der Kröte. Was man auch total gut machen kann, ist, dass man einfach im Garten einen kleinen Teich anlegt. Dann kann man auch Frösche anlocken und schafft den kleinen Lebensraum bei sich im Garten. Und die kommen nämlich von ganz alleine. Die kommen von ganz alleine. Und ganz zum Schluss noch eine Frage. Wie hoch kann ein Frosch springen? Günther, ganz hoch. Günther, ganz, natürlich. Ganz hoch. Das ist natürlich auch artspezifisch und auch von der Größe des Frosches abhängig. Vielleicht eher interessanter, wie weit die springen können. Also einige bestimmt so 2 Meter. Okay, das ist eine ganze Menge. Vielen, vielen Dank für die Antworten. Danke für eure echt coolen Fragen. Es hat großen Spaß gemacht. Jetzt sind wieder unsere Teams gefragt. Da haben die Frösche ja aktuell die Nase vorne. Mal gucken, ob das so bleibt. Kann ich, Laura, kann ich? Yes, ist frei, let's go. Es muss gekegelt werden. Oh. Bäm, boah, mega. Also einer, so mega war es gar nicht, aber unsere Teams, die müssen hier alle Pins umkegeln. Und wer das zuerst schafft, der holt sich die Notbremse. Los geht's bei Max, mach das besser. Ja, und vorher geht's auch durch den Quellgang. Es geht los gleich für Magda und für Alina und wir zählen runter. 3, 2, 1, go! Turbo-Start bei beiden Teams, die Frösche, die geben aber Vollgas. Magda ist richtig schnell unterwegs in die erste Kurve rein und die Tigerenten, die müssen jetzt auch noch Vollgas geben, ab in den Quellgang. Die Tigerenten können das aber noch aufholen. Es gibt ganz, ganz viele Hindernisse in unserem Quellgang. Und da kann man natürlich auch noch Zeit liegen lassen und auch gut Zeit aufholen, wie das die Tigerenten gerade macht. Alina hat da ein bisschen aufgeholt. Die Frösche, die kam da nicht ganz so gut runter vom Roller, glaube ich. Und jetzt ist das schon fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen wieder. Die Frösche, go, go, komm, ihr müsst anfeuern. Auf geht's. Alina, du kannst es auch noch packen. Ab durch den Tunnel durch. So 3 Meter zwischen beiden Teams. Und da ist noch alles drin für Alina. Alina gibt gleich nochmal Gas. Die hat eben schon gesagt, sie zündet noch mal den Turbo am Ende. Bleibt jetzt aber leider so ein bisschen hängen in dem nächsten Hindernis. Und das kostet jetzt wertvolle Zeit. Jetzt kann es richtig knapp werden. Die Frösche ab zu euch. Und die Tiger müssen jetzt noch mal Gas geben. Auf, Alina, komm! Auf geht's, Alina! Auf geht's, Alina! Gib alles! Weiter, 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 weiter! Ja, weiter, weiter, weiter! Mehr, mehr, mehr! Alina! Weiter, mach weiter, mach weiter! Komm, schnapp dir schnell den Ball! Noch weiter! Auf geht's, Alina! Den nächsten, direkt den nächsten! Ja, weiter, Magdalena, weiter! Komm, Alina! Einer noch, komm! Weiter, 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 weiter! Jawohl! Das bedeutet Notbremse für Magdalena und die Frösche! Magdalena!
Danke. Es geht um die allerletzte Notbremse. Oh, ja. Auf unsere Spieler und Spielerinnen wartet ein richtig harter Parcours und wir werfen mal einen Blick drauf. Es geht durch unseren Lianenwald und passend dazu direkt unser Tarzan- und Jane-Sprung, bevor es ins Hangelhindernis geht. Oh, da müsst ihr richtig Gas geben hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Es wartet auch ein Schwebebalken auf unsere Spieler und Spielerinnen. Und danach natürlich unser Kletternetz. Das muss bewältigt werden, bevor am Ende die Glocke betätigt wird. Also Jonas steht schon bereit. Er wird eine Zeit vorlegen, ja, und die müsst ihr, die Tigerenten, dann schlagen. Wir drücken jetzt Jonas die Daumen. Die Zeit läuft für dich in 3, 2, 1, go! Komm schon, Jonas, komm schon! Gut, 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 gut. Und links und rechts und links. Vorwärts, sehr gut. Rückwärts, seitwärts, ran. Okay. Go, Jonas! Guck mal, Nebel. Jawohl. Nice. Nicht, ja, Seil mitnehmen, genau. Und rüber, und rüber, 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 rüber. Yes, das macht er super. Er hat jetzt gleich die halbe Minute auf der Uhr und ist jetzt schon im Hangelhindernis. Wow, cool. Sieht gut aus. Sehr gut machst du das, Jonas. Jetzt wird es ein bisschen wackelig. Ey, du hast 48 Sekunden, du bist schon im Kletternetz. Das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Auf geht's, Jonas. Es ist noch ungefähr 10 Meter. Schaffst du. Boah, richtig gut. Nice. Ja, sieht gut aus. Komm, letzte. Nebel im Klettergarten lieben wir und wir lieben auch die Glocke. Oh ja, eine wundervolle Zahl. Eine Minute und 11 Sekündchen. Ja, die Zeit von Jonas, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und Arina von den Tigerenten muss diese Zeit jetzt unterbieten, um sich die letzte Notbremse zu schnappen. Das ist korrekt, also, liebe Arina, du bist bereit? Ja. Dann geht's los für dich in 3, 2, 1, go! Komm schon! Komm, Arina, gib alles! Es geht um die letzte Notbremse! Jawohl! So, einmal durch den Nebel und weiter geht's. Ganz bisschen vorsichtiger unterwegs als Jonas, aber das ist überhaupt das gar nicht. Heißen, nee, genau. Es ist wackelig und man kann die Zeit später reinholen. Jetzt das Seil holen und bereit machen für den Jane-Sprung. Du schaffst das, es wird gut. Yes, gut. Und jetzt wartet das Hangelhindernis, aber sie kommt gut rein, sie kommt gut rein. Sie hat jetzt noch 35 Sekunden Zeit. Muss ein bisschen Gas geben. Komm, Arina! Let's go! Noch 20 Sekunden für dich! Komm, gib alles! 15! Ja, die Uhr tickt unerbittlich runter. Das sieht doch gut aus für die Frösche. Auf geht's! 3, 2, 1, vorbei! Die Zeit ist vorbei. Das heißt, die letzte Notbremse geht an die Frösche. Cool. Yes. Die Frösche rasieren und gehen mit einem 6:2 Vorsprung ins große Finale. Und bei uns gibt es die Frösche bzw. Krötenwanderung. Denn Frösche sind cool und wir kommen zum großen Finale. Tigerenten gegen Frösche. Oh. Für die Frösche tritt an Marlena! Für die Tigerenten startet Xenia! Und es geht um diese beiden Pokale! Willkommen im großen Finale! 6:2 Notbremsen! Unser großes Finale beginnt in 3, 2, 1, go! Lena! 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 Zwei bei den Tigerenten. Jetzt nur noch eine bei den Tigerenten. Fünf Notbremsen bei den Fröschen. Anfeuern! Halt dich fest, Xenia! Festhalten! Xenia! Oh nein! Ja, geschafft, Frösche! Jetzt geschafft!
Frösche mal zu mir kommen. Für die Frösche gibt es heute den Goldpokal. Und für die Tigerenten hochverdient gibt es den Silberpokal. Yes, sehr, sehr schön, freut euch. So, Frau Kurt, das bedeutet für Sie Schleimdusche. Frösche, alle mitkommen. Alle mitkommen, Leute. Bitte rein. So. Ein Schritt gerne noch nach vorne. Jawohl. Und voll. Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank an die Frösche. Vielen Dank an die Tigerenten. Kann jemand grüßen? Ja, die Richard von Weizsäcker Realschule bloß in Germersheim. Yeah! Sehr gut, danke fürs Mitmachen. Was eine krasse Leistung von den Fröschen. Glückwunsch. Und wenn ihr euch fragt, ob ihr die kleine Glückstigerente gewonnen habt, das seht ihr, wenn ihr jetzt auf eurem Handy einen Glückscode seht. Wir sagen Dank an euch und danke an unsere Froschexpertin Katharina. Und ein Gundel. Du hast auch die Tigerente als Geschenk vorbeigebracht. Katharina, schön, dass du hier warst. Dankeschön. Alles Gute mit den Fröschen. Viel Spaß. Wir kümmern uns um Gundel und sagen danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gundel, geht's dir gut? Um Gottes Willen. We'll be right back.